Du kommst nach Enfield und sie fangen an zu singen. Und du stehst da und sagst, jetzt hör doch mal auf, ehrlich, hör doch mal auf. Was ist denn schon wieder? Was juckt denn schon wieder? Was ist denn das für eine Gänsehaut? Wahnsinn. Das ist, es gibt kein anderes Lied, das so ist. Und Dortmunder mögen mir das verzeihen, sehr schön im Signal Iduna Park. Aber Enfield, da gehört es und hin. Danke. Ein Beispiel Bayern, das ist kein gutes Beispiel. Die haben einen Kader. Auch nicht so dolle, wie wir vielleicht, gebe ich zu, ich auch am Sommeranfang dachte. Erstens ein paar Verletzte und die da reinkommt, dann aus der zweiten Reihe, so dolle ist es dann auch nicht. Also die erste Elf, die ersten 12, 13 wären schon wichtig. Aber sie haben dennoch einen Kader. Die Großen werden das hinkriegen, für die Kleinen wird's schwer. Wird's ganz, ganz, wenn die dann immer noch mithalten wollen, wird es, das lässt sich, dieser Raubbau lässt sich nicht einfach wegquatschen und irgendwie wird's schon gehen. Wie soll's der Schweizer richten, Christian Groß, haben Sie irgendwas gesehen, was nach Handschrift aussah? Von mir aus in den ersten 30 Minuten, aber was da irgendwie noch Hoffnung geben kann. Aber am Ende des Tages, aktuell hat man den Eindruck, man kann da Pep Guardiola und Jürgen Klopp in Doppelfunktion hinstellen und dann klappt das auch nicht, oder? Nicht nur, weil er mein Landsmann ist, bitte lass uns fair bleiben, der hat 4 Trainingseinheiten mit denen gehabt und hat auf die eingeredet. Da muss ich Sie insofern unterbrechen, weil das erleben wir ja schon sehr oft eigentlich bei anderen Vereinen, dass gerade das erste Spiel der neuen Trainer dann auf einmal irgendwie was aufgeht und es funktioniert. Was dann nicht unbedingt immer langfristig sein muss. Aber es ist der 4. Trainer jetzt auf Schalke in dieser Saison und zum 4. Mal funktioniert es nicht. Nein, ich habe nichts gesehen. Okay. Antwort, ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen, was die Mannschaft anders macht. Ich habe nichts gesehen, was sie, das ist ein anderer Torhüter drin. Das ist mir immer zu billig, weil dann sage ich, an der Torhüterposition, da bastelt man rum, um Aktionismus zu praktizieren. Nein, das war noch nichts. Und das noch in ganz großen Buchstaben, nur die Uhr tickt. Also ja. Mir fehlt der Glaube, ehrlich. Ich lasse mich gern überraschen, weil ich finde, Schalke gehört in die Bundesliga. Aber so bist du nicht wettbewerbsfähig, Punkt.